Ja, also das ist ein Vertrag zwischen uns, der Stadt Cottbus und der Dissensiner Umweltgrundschule. Und das Ziel ist es einfach, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also neben dem, ich sag mal, dem Besuchen auf der Kläranlage und dem Wasserwerk natürlich, gibt es auch Experimente, die wir begleiten. Was verbraucht vielleicht auch so ein Cottbusser am Tag oder wöchentlich? Also wir haben so Wasserexperimente gemacht, wir haben Wasserblätter gemacht, wir haben auch so eine kleine Hefte bekommen, wo wir dann ausmalen konnten, da waren auch so eine Fragen drin. Und das fand ich auch richtig spannend an dem Tag, konnte man so richtig viel testen, da gab es solche Wasserrutschen, mal quer, mal durch, überall hin. Ich finde, Wasser ist wichtig für die Umwelt, weil sonst würde man ja eh irgendwann sterben. Es ist so, als würde man einer Blume kein Wasser geben und sie würde verwelken. Was hast du hier vielleicht heute gelernt? Dass Wasser lebenswichtig ist. Wofür nutzt du Wasser? Zum Baden und zum Händewaschen. Sauber machen. Zum Zähneputzen. Zum Waschen. Heute zum Weltwassertag hier bei der LWG in Cottbus. Es wurde heute ein Vertrag unterzeichnet mit der Umweltschule Dissenchen. Ich frage erstmal, was ist das für ein Vertrag? Was hat es damit auf sich? Ja, also das ist ein Vertrag zwischen uns, der Stadt Cottbus und der Dissenchener Umweltgrundschule. Und das Ziel ist es einfach, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und die auch dabei zu unterstützen. Das heißt, wir als Fachleute zum Thema Trinkwasser und Abwasser, dass wir einfach mit unserer Expertise dahin kommen, den Kindern spielerisch das beibringen, was das mit dem Thema Wasser auf sich hat, was daran wichtig ist, damit die das für sich lernen und mitnehmen können und natürlich auch andere darüber unterrichten können. Sie meinen spielerisch, vielleicht um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, was hat man da vielleicht künftig auch so vor? Also neben dem, ich sag mal, dem Besuchen auf der Kläranlage und dem Wasserwerk natürlich, gibt es auch Experimente, die wir begleiten. Also das heißt, Versuche, wie man einfach, was man mit Wasser machen kann, dass es natürlich fest sein kann in Form von Eis, flüssig, Dampf und alles, was damit zu tun hat. Und das bringt natürlich Kindern das spielerisch näher, damit sie es auch einfach besser lernen können. Warum wurde vielleicht auch genau die Schule ausgewählt? Ich glaube, die Schule durfte ja auch schon vor ein paar Jahren mal so ein bisschen Erfahrung damit machen. Ja, also wir machen das schon längere Jahre jetzt. Das ist ja nicht der erste, den wir unterzeichnen. Insgesamt machen wir das seit 1995. Und das ist natürlich immer auch den jeweiligen Interessen der Schule geschuldet. Und Umweltgrundschule, da steckt das im Namen ja schon quasi drin. Und deswegen war es einfach passend. Es gibt natürlich viel mehr Interessenten, die da gerne mitmachen wollen würden. Aber der Umfang lässt das einfach leider nicht zu. Ich wollte gerade fragen, wie groß ist vielleicht auch das Interesse? Wäre es vielleicht wünschenswert, dass sich noch mehr Schulen gerade in den jungen Jahren auch damit befassen? Ja, also natürlich. Aber für den Zweck bieten wir auch Führungen auf der Kläranlage oder im Wasserwerk an. Also jede Schule kann sich natürlich auch bei uns melden. Wir bieten dann Führungen an, da können die dann was lernen. Wir haben natürlich auch immer unseren Tag der offenen Tür, wo wir auch gerade für Kinder ein Programm vorbereiten, um denen das näher zu bringen. Das heißt also, wir haben grundsätzlich die Möglichkeit für jeden in der Stadt Cottbus und auch natürlich im umliegenden Versorgungsgebiet uns zu besuchen und sich da weiter zu informieren. Es wurden ja Tatsache heute auch Lose gezogen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist im Rahmen der Umweltwoche der Stadt Cottbus. Da geht es darum, dass wir Kitas ermöglichen wollen, also den noch kleineren mit dem Thema Wasser umzugehen. Dieses Jahr ist ja das Thema Baum der Schwerpunkt. Und wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen. Die Sommermonate haben dazu einfach geführt, dass die Bäume teilweise auch vertrocknet sind, weil sie nicht genug Wasser hatten. Und wir wollen den Kitas einfach ermöglichen mit Gießkannen, mit so einem sogenannten Baumsäcken, wo man Wasser einfüllt, die dann sukzessive das Wasser an den Baum abgeben. Einfach deren Grün auf ihrer eigenen Fläche zu unterstützen, damit auch die Kinder weiterhin im Schatten spielen können und eine schöne Umgebung haben. Heute, Sie haben es gerade angesprochen, finden auch noch Führungen statt zum Weltwassertag. Passender geht es ja gar nicht. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Muss man sich da vorher anmelden oder was erleben dann die Kinder auch bei euch? Ja, also man musste sich vorher anmelden und es war auch gar nicht nur auf Kinder bezogen, es konnten auch Erwachsene kommen. Und man sieht nochmal ganz vor Ort, wie das Ganze funktioniert. Also ich will nicht sagen zum Anfassen, weil in dem Fall ist es auf der Kläranlage, das würde ich nicht empfehlen wollen. Aber man sieht ein bisschen den Prozess, wie sich etwas verändert. Also das dreckige Wasser, das sieht man gerade besonders auf der Kläranlage, wie es ankommt, wie es vom Kunden quasi kommt, von unserer Bevölkerung und wie es dann sukzessive in den einzelnen Verfahrensschritten sauber wird und nachher als klares Wasser in die Spree abgegeben wird. Und ja, man konnte sich vorher anmelden. Es ist ausgebucht, die zwei Führungen, die wir heute anbieten. Aber wie gesagt, jeder Interessent kann sich bei uns melden und weitere Führungen
stellen wir gerne zur Verfügung. Vielleicht auch mal generell so zum Cottbuser Wasser. Es wird ja auch, sage ich mal, auch immer viel von Wasserfiltern und so gesprochen. Wie sauber ist das Cottbuser Wasser tatsächlich? Also wenn Sie mich fragen, es ist sehr sauber. Sie können es bedenkenlos trinken. Also ich persönlich konsumiere auch gar kein anderes Wasser. Ich kaufe mir kein Wasser in Flaschen. Ist auch einfach eine Umweltfrage. Sie können es bedenkenlos trinken. Also es wird regelmäßig überwacht. Wir machen tausende Analysen jedes Jahr, sowohl beim Rohwasser als auch beim Trinkwasser, was bei Ihnen als Kunde nachher ankommt. Und wie gesagt, bedenkenlos zu genießen. Vielleicht auch mal so ein paar interessante Fakten. Was verbraucht vielleicht auch so ein Cottbusser am Tag oder wöchentlich? Gibt es da so eine kleine Hausmarke? Ja, die gibt es. Wobei man sagen muss, wir liegen in Cottbus unter dem deutschen Durchschnitt. Das hat aber viel damit auch zu tun, dass wir keine großen Industriebetriebe haben. Im Durchschnitt liegen wir ungefähr bei 109 Liter, je Einwohner und Tag. Der größte Teil ist natürlich Körperpflege, also Duschen, Toilettenspülung etc. Und so fächert sich das langsam auf. Das Wenigste ist eigentlich Essen zubereiten und trinken, wofür ja eigentlich die besondere Qualität auch gewährleistet sein muss. Trinken ist es um Durchschnitt 2 bis 3 Liter am Tag pro Einwohner, was so an Verbrauch da ist.